Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Nachmittags-JFD Live Trading TV. Und wir wollen uns den Goldpreis anschauen, der sich hier gerade aufmacht, neue Tagestiefs zu generieren. Und das ist eine sehr, sehr interessante Konstellation, die wir hier nochmal unter die Lupe nehmen werden. Wir hatten vorhin im Stream schon dargestellt, dass es hier ja heute schon eine negative Tendenz zu erahnen gab. Und wir sehen jetzt hier links den Stundenchart. Zum Gold die aktuelle Kerze und wir sind jetzt hier auf Tagestiefstniveau. Das sieht ganz gut aus. Wollen doch mal sehen, wie viel noch geht. Wir haben noch gute 4, 5 Dollar nach unten Potenzial. Hier auf Tagesbasis ganz kurz, bevor wir uns den Intraday-Geschehnissen widmen. Wir haben uns hier bei 1300 Dollar den Kopf gestoßen und seitdem befindet sich der Goldpreis eben hier in einer korrektiven Phase, die jetzt noch nicht überzubewerten ist, aber im Sinne dieser kurzfristigen Aufwärtstrendlinie und dieses kurzfristigen Abwärtstrends, den wir hier gerade sehen, kann sich hier doch eine Fortsetzung der Schwäche erschließen. Mit Fantasie kann man hier schon eine bullische Flagge interpretieren, was in Bälde bzw. bei Ausbruch aus dieser Flagge hier mit Preisen oberhalb hier von 1275, 1280 Dollar dann Potenzial wieder nach oben entfaltet. Aber noch ist es nicht so, der Goldpreis hier im Korrekturmodus. Und wir sehen eben hier, tendenziell technisch kann es hier durchaus bis zu diesem Kreuzunterstützungsbereich auf Tagesbasis wohlbemerkt hier um 1225, 1230 Dollar je Unze gehen. Das sieht ganz interessant aus. Doch schauen wir uns jetzt mal das Intraday-Geschehen konkret an. Wie gesagt, wir sehen hier weitere Tiefs, die im Übrigen, wie gesagt, im Stream vorhin schon fast schon prophezeit wurden. Wir haben hierzu die Fuzzy-Logik befragt. Ich schiebe das Bild gerade mal rüber. Und hier die heutige Tagestendenz vom Goldpreis. Ah, schon sehr beeindruckend. Also man muss sagen, hier hätte man fast schon schablonartig heute traden können, den Kursverfall seit den frühen Stunden, die Erholung zur Mittagszeit und wie wir jetzt sehen, hier diese neuen Tiefs, die wir generieren. Und rein technisch haben wir hier noch weiteres Potenzial bis in den Bereich 1254, 1255 Dollar je Unze. Das sieht wirklich interessant aus. Solche Verläufe gibt es natürlich nicht jeden Tag, schon gar nicht in diesem schablonhaftigen Verlauf. Aber hier hat die Fuzzy-Logik heute mal tatsächlich bewiesen, in dem Fall, dass es funktionieren kann, beim Euro gegenüber dem Australdollar ging es in die Hose, in Anführungszeichen. Beim Goldpreis läuft es, Schrägstrich lief es ganz gut. Wollen noch mal sehen, wie sich das hier noch in den nächsten Stunden entwickelt. Aber technisch, wie gesagt, jetzt haben wir hier auch auf Stundenbasis den Unterstützungsbereich um 1260 erreicht, beziehungsweise aktuell explizit unterstritten. Und das ist etwas, was ich auch hier einfangen konnte mit einem Trade à la Rainbow im 5-Minuten-Chart. Wir sehen hier den Rainbow, der sich zu den Mittagsstunden schon in eine ja, negative Auffächerung bewegte. Hier haben wir den Spin gesehen von den Morgenstunden bis zu den frühen Mittagsstunden. Und jetzt haben wir hier die Auffächerung gesehen, dann hier den Rücklauf. Und unlängst gab es eben hier kurz vor Erstellung des Stream-Signals eben die Möglichkeit, hier einen Short Order zu starten. Und im Sinne dessen, dass die Range noch nicht erschöpft ist, wir sind hier knapp über 16 Dollar gelaufen. Im Schnitt darf man so rund 19 bis 20 Dollar erwarten. Und es könnte hier noch durchaus noch 3, 4 Dollar runtergehen. Und hier unten wäre ein Take Profit. Das entspricht einem Dreifachen des Risikos. Das sollte heute erreicht werden, wenn das so kommt, dann wäre das ein wundervoller Trade. Wenngleich hier schon ein kleiner Teilverkauf vollzogen wurde im Sinne der ersten Abwärtsbewegung, um einfach mal hier das Risiko auch herauszunehmen für den Fall, dass der Goldpreis eben hier in diesem Bereich dieser Unterstützung von heute wieder nach oben dreht. Danach sieht es aber aktuell nicht aus. Der Goldpreis definitiv angezählt. Weitere Verluste hier durchaus möglich und interessant dessen, dass wir hier eben über die heutige Schwäche hinaus, wie wir gerade uns angeschaut haben, auch auf Tagesbasis durchaus noch weiteres Verlustpotenzial sehen könnten. Und insofern wird uns Gold sicherlich die nächsten Tage auch weiter beschäftigen, hier beim JFD Desk. Wie gesagt, hier die Unterstützung scheint aktuell zu fallen. Gehen wir jetzt hier in den nächsten 20 Minuten wieder über 1260 zurück, dann könnte sich natürlich auch hier an diesem Supportbereich 1260 ein Reversal nach oben erschließen. Deswegen auch die Short-Position hier in Bälde abgesichert auf Break-Even, um hier praktisch keinen Verlusttrade mehr zu generieren. Aber sehr schön, wie der Goldpreis sich einerseits an den Fahrplan der Fuzzy-Logik hielt, andererseits hier diesen ja, gestrigen Bruch dieser Trendlinie schon manifestiert. Und man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Wir haben morgen noch die Non-Farm-Payrolls. Saisonal betrachtet wollen wir hier mit Blick auf die nächsten 20 Tage feststellen, dass es hier eher seitwärts oszilliert. Hier mit Blick auf den Tageschart, auf die Tagesstärke,
haben wir hier heute und gestern die schwächsten Tage beim Goldpreis, morgen eine 50-50-Chance rein im Hinblick der 52-Wochen-Tendenz. Und insofern ist das hier erstmal eine Pattsituation, die man beobachten muss, beobachten kann. Aber grundsätzlich der Goldpreis morgen sicherlich nicht minder spannend, je nachdem, wie wir heute aus den Handel gehen werden. Das, meine lieben Zuschauer, wäre es ganz kurz gewesen zum Goldpreis und der Entwicklung. Wie gesagt, wenn wir unter 1260 bleiben per Stundenschlusspreis, dann dürfte es weiter gen Norden, gen Süden gehen vielmehr. Und wie am Tagesschart jetzt nochmal zurück symbolisiert, könnte sich hier Potenzial bis in den Bereich 1225, 1230 Dollar erschließen. Ganz, ganz interessante Geschichte. Ich sage erstmal danke für Ihre Aufmerksamkeit an dieser Stelle und wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Beste Grüße, Ihr Christian Kemmer.